Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer mit Maribu, hallo. Hallo Alex. Und ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich hab's zu tun. Da ist nämlich ein bisschen. Ja, wie kann denn der mich ficken, wenn ich hinter einer Deckung stehe? BGR, bist du jetzt cool, weil das Englisch ausbricht oder was? Bist du cool, weil du da und irgendwas Spanisch redest? Ich bin cool, wenn ich Spanisch rede. Ja, wir spielen heute, das ist doch unglaublich geil. Wir haben es endlich geschafft, euch alle Maps vorzustellen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Das ist mittlerweile Juni. Und wir spielen Golf von Oman. Congress, und das war's dann. Danach können wir endlich spielen, was wir auch wollen. Dann haben wir es endlich geschafft. Oh, Alter, ich darf hier den LAV fahren. Mit zwei Insassen noch. Ich habe volle Verantwortung. Dabei bin ich der grottenschlechter Fahrer. Ich steige erstmal gleich aus, da ist ein Panzer, was ist? Ich steige erstmal alle aus und lasse mich allein mit dem. Das ist geil. Yeah, ich habe das Ding echt fertig gemacht. Aber ich musste mal aussteigen, weil der brennt schon. Aber. Tot. Und in welchem Squad bist du jetzt? Die heißt. Guck einfach mal nach. Ah, jetzt, du bist voll. Lego heißt einer bei mir, da möchte ich eigentlich bei dem bleiben, weil jemand, der so coolen Namen hat. Hotel. Ja, wenn ich mal sterbe, und das passiert ja nicht so oft. Was für eine Klasse spiele ich jetzt? Das geht nicht! No! Nee. Unfassbar, der steht um die Ecke und sieht mich nie, und dann hat er noch 3% und tötet mich. Ich nehme die Klasse hier. Wie heißt und du ich denn? Spiele auf Wüstentaki. Und ich joine in den Venom rein, ich nehme neuen Venom. Juhu! Oh nein. Schon mal für seine große Let's Play-Karriere. Was bist denn du für ein Bob, ey? Kannst du mal ordentlich fliegen, du verkackter Scheiß-Bob? Nein. Du hast Kultstatus. Was ist denn hier los? Ein Fadenkreuz ist weg. Das ist echt manchmal weg. Du musst dann auf Pistole wechseln und zurück aufs Gewehr, dann ist wieder. Ich bin ja im Hubschrauber. Ach so, da ist es manchmal weggegangen, die Gatling, ne? Ui. G36. Sieht ganz ordentlich aus hier vom Spielstand her. Ich spiele auf dem britischen Server, British Airways. War jetzt ein seltsamer Assoziationspunkt, aber. Aber es ist so. Es ist die Realität. Ja, ich werde wieder getötet, ey. Alter, das kannst du mal voll vergessen. Oh, mal nachladen, ja. Lol, ich wurde von der Havok gekillt im Hubschrauber, ohne dass der explodiert ist. Einfach mal so. Ich hab die Havok gespottet. Danke, wir können ja wieder die Nummer abziehen mit Soflam-Teamplay. Davon kannst du jetzt ein Eis kaufen. Was wird dir los? Disst du jetzt heute nicht den ganzen Tag? Den ganzen Tag, ey. Ich hab jetzt mal wieder auf. Warte mal, warte mal. Ach, schade. Ah, hier ist ein Buggy. Ah, ein köstliches, kühles Heineken trinke ich hier. Aber heute war so ein Sturmtag. Steig hier. Ein! In der Stadt war ein riesen Sturmtag. Du sollst einsteigen, Bock. Ich sehe dich nur hier irgendwo rumlaufen. Oh, ich habe nur 38%, gut zu wissen. Du musst mich reifen, dass ich nicht Panzer. Leg mal ein Medipack hin, du Boppo! Weißt du, mich killt hier eine Havok, nur weil du mir kein Pack hinlegst. Ja, siehst du, da bist du ruhig, da bist du ganz ruhig. Ja, natürlich bin ich ganz ruhig. Ich hab einen Sniper-Kunde jetzt gerade übelst angefrackt. Da musste ich jetzt mal kurz die Klappe halten und mich konzentrieren. Wo ist denn der Panzer? Ja. Ausnahmsweise hab ich den mal getroffen. Oh nee, du bist tot, da kann ich nicht mehr viel machen. Hier überall sich Sniper-Fuzis rumfliegen. Aber warte, wenn du noch lebst. Ja, boah, aber boah. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Oh Mann, ich bin so dumm, weil ich die 2 statt die 3 gedrückt habe. Bloß weil ich abgerutscht bin. Unterscheide diese Ziffern. Ja? Die eine ist die 2, die andere ist plus 1, also 3.
Gut, kombiniert, Watson. Boah! Ich schaue nur bei dir, obwohl das immer sehr riskant ist. Das weiß man nämlich nie, was dann passiert. Es ist immer so eine Frage, was passiert dann? Tja, es gibt nur eine Möglichkeit, das halt, oh oh! Disabled, disabled, LAV disabled und der schießt gleich mal auf mich wie Sau. Wie Snacky, Snacky, Snacky. Aber du lebst noch, also scheint ja nie wie Snacky, Snacky, Snacky auf dich zu schießen. Ja, jetzt ist er weg, aber der Insasse ist irgendwo hingerannt. Wo ist er denn? Ach, hier sind lauter blaue Pfeile, kann ich mich eigentlich sehen. Ja, wo ist der denn? Wo ist der denn? 35 FPS. Wow. Alter. Ich freue mich schon jetzt auf Modern Warfare 3 mit Maribo. Demnächst hier auf dem X2-Kanal. Alter, ich renne hier down im Kreis hinter einem her. Das ist wie Tom und Jerry. Ja, und dann tötet er mich am Ende, ne? So ist die Geschichte ausgegangen. Tja. Ja, wie gesagt, ich bin 2% auch noch. Schluck wie mit Tom und Jerry. Schluck Jun. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Oh, ein schönes Intro. Mann, ist die Serie alt. Ja. Also, demnächst Modern Warfare 3. Auf dem Kanal hier. Ich glaube, es interessiert keine Sau, weil... Modern Warfare interessiert irgendwie niemanden. Aber wir werden das natürlich einfach so spielen, einfach zum Spaß und immer wieder aufnehmen. Das ist auch das Wichtigste beim Spielen, weil spielen sollte man immer aus Spaß. Jo. Und... Das war die Weisheit des Tages. Und jetzt muss meine epische Musik einspielen, wenn ich sage, das war die Weisheit des Tages. Vielleicht fällt dir was. Ich überlasse es total deiner Kreativität. Aha, laber mich nicht voll. Ich bin gerade übers Lärm im Kopf. Ah, jetzt ist da wieder was drin. Also. Ah, jetzt reizt mir, ich töte den jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Someone hit me right in my back. Was war denn das jetzt hier? Kill geklaut, aber wie? Warum leckt denn das so komisch hier? Ist das der Server? Nö, bei mir ruckelt das ein bisschen. Eben. Was wollte ich denn die ganze Zeit schon sagen? Ach ja, wir werden auch, also ich zumindest, natürlich auch mal Modern Warfare 3 Singleplayer spielen, im Trilogy Let's Play, denn Teil 2 hab ich ja jetzt durch, Modern Warfare 2 hab ich durchgespielt. Wir sind noch alle am Rendern und hochladen die ganzen Folgen, das ist übelst der Verzug. Und dann natürlich auch Teil 3 und weil Mariko dann auch den hat, wird er ab und zu mal mit reinschauen, denke ich. So sieht's aus. Große Pläne. We will see. Und wenn das dann fertig ist, dieses Projekt, läuft mein Kanal ja nur noch auf zwei Projekte hinaus. Also Battlefield 3 und Modern Warfare 3. Sonst gibt's dann gar nicht mehr. Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh, Becky hat mich gekillt. Was ist denn Becky? Nur die... Ja. Da fliegt immer so eine Haare. Warum muss das sein? Ich kann es gar nicht beurteilen, was ich bisher gemacht habe in der Partie. Ich mich da jetzt gar nicht drauf konzentrieren. Ich lege jetzt mal wieder Soflams hier hin. Ich nehme mal irgendwas. Wenn das in deinem Interesse wäre. Oh, da ist jemand. Alter, ich bin so schlecht, ey. Bis ich den mal anvisiert habe. Ja. Wieso bin ich jetzt Leader? Kannst du mal Dingens und so? Was? Spot? Placken? Nee, du sollst hier Javelin. Ach so. Okay. Kann ich machen. Hier sieht man mich endlich mal fliegen, also ein Gatling von einem Heli. Und es ist ja ganz selten, dass ich mal in der Luft unterwegs bin, solange ich irgendwas aufnehme. Und gestern war ein epischer Battlefield 3 Moment. Da habe ich aber nur einen Tod aufnehmen können, nicht das Spiel. Das ist echt schade, weil das was Episches habt ihr noch nie gesehen. Nämlich. Ja. Das sah dann ungefähr so aus. Schnitt. Ja, ich schieße jetzt mal auf den Panzer da unten, der ist, ich glaube, 20 Kilometer weit weg. Aber ich bin der Meisterschütze. Du bist doch zufällig Pionier, oder? Können wir mal schauen. Wie das geht jetzt?
Ja, ich weiß. Da ist nichts mehr frei. Wir können ja rausspringen und da reinspringen. Wie der in der, am Video des Sniper da. Nee, der springt aus dem Jet raus und schießt mit einer RPG den anderen Jet dann ab. Oh, Alter, ich wollte gerade aussteigen, da tötet er mich. Ich bin ausgestiegen und gestorben. Wie tief dieser Hover fliegt und stütze jetzt mal bitte ab. Ja. Wie dumm war denn der? Es ist wieder mal wunderbar hier mit anzusehen. Ja, wir haben gar nichts mehr. Ja. Also das erste Mal, dass wir beide was gespielt haben, war übrigens dann auch eigentlich eine Golf- und Oman-Folge. Also das haben wir ja versucht. Die war so scheiße, dass wir die nie hochgeladen haben. Was warst denn du für Bewegungen? Weißt du, wie das aussieht, wenn man da auf dem Sitz sitzt? Du legst dich übelst nach hinten und machst dich mit dem Obst. Alter! Das sieht so schwul aus! Wie so ein Lapdance sieht das aus! Aber das habe ich aufgenommen! Das sieht so schwul aus! Kein Mensch würde so an einem MG stehen! Du liegst fast schon im Wasser, so weit lehnst du dich zurück! So, Endstation. Wir können noch ein bisschen über dieses Haus. Oh ne, wo ist man hier gelandet? Ach, ich hab jetzt hier überlebt, stimmt. Oh, da fährt das Ding weg. Achtung! Aua, Alter, der hätte mich fast überfahren. Ich hab ihn einmal gefragt. Oh, ich muss nach landen! Oh, ich bin... Ja, los, versuch's! Der Typ ist so dumm, ey! Was ist denn jetzt passiert? Was war das denn? Eine Mine oder was? Der ist einfach in die Luft geflogen. Hier ist ohne ihm Leben eine Mine platziert. Wow. Das war aber gerade ein geiles Duell gegen den. Weil anstatt dass der mal irgendwie ins Geschütz geht oder aus, versucht er uns dauernd zu überfahren und wir kriegen ihn noch nicht durch. Auf jeden Fall dein Equipment auf, mal kurz snipen. Und du stirbst hier für mich. Oh, hoffentlich überlebe ich das. Noch 30% schwer weg können. Ich spiele nur gerne Sniper, wenn ich das Equipment aufgenommen habe. Dann kann ich auch manchmal abgehen, ne? Oh, Alter, ist das eine Scheißpartie. Aber mal mega, ey. Kommt schon wieder der Back. Ja, Golf von Oman, wann macht denn das auch mal Spaß, bitte? Du bist ja immer irgendwo abseits. Na, wenn du triffst, macht's Spaß. Im Rush macht das auch Spaß. Oh, meine Fresse! Jedes Mal das gleiche. Ja, das nächste DLC nach Close Quarters wird ein ganz anderes sein. Das wird dann die Golf von Oman sein. Eine riesige Map, also noch größer als das, was ich sehr gerade. Boah, gerade noch einen Roadkill gemacht. Ich dachte, ich war schon tot. Nein! Boah, ich liebe Bier. Hey lol, wieso klappt denn das nie? Ich dachte mal, es klappt, wenn ich eine Claymore hinlege und die dann zum Explodieren bringe, wenn ich drauf schieße. Dass man damit ein Fahrzeug zerstören kann. Das hat er doch in einem Video gemacht. Der Fabian Siegesmund? Ja. Ja, das geht schon eigentlich. Scheinbar nicht. Fabian, du hast uns alle beschissen. Weil ich hab ein halbes Magazin mit, der, mit dem LMG da drauf gehauen. Der Typ ist ja mal echt genial. Vor allem wie er spielt. Also meine Mutter hat, ich habe mit ihr gerade telefoniert, die hat gesagt, die war jetzt letztens bei euch, hat sie dich ja gesehen und hattest du irgendeine heiße Schnitte mit. Aha. Die ist dann aber wieder gegangen. Wer war denn das, Maribo? Tja, das ist mein großes Geheimnis. Was ist da passiert? War bestimmt noch ein Quickie, hast du weggeschickt wieder. Wie immer. Wie wär's mit reparieren, ihr Spasten? Vollgesetzter Heli? Oh, gut, dass ich eine 010 hab. Ja, dann macht das auch nichts mehr. Ey, was hast du? Gut. Schick ist das. Und es war vorhin zwar recht ausgeglichen, jetzt ist es so scheiße.
Ich bin halt recht schlecht in Form. Ja, natürlich ist da eine Schwuchtel hinter mir. Irgendein scheiß Bob ballert oder übelst auf mich hier. Maribu. Na, wo ist denn der Bob? Mir, jetzt werde ich na komm raus! Komm raus, wenn ich dich angucke! Jetzt versteckst du dich, du dreckiger Bengel! Also ich bin jetzt hinter dir, ne? Ja, wo ist er denn jetzt? Ich weiß es nicht. Da ist was zum Javelinen! Oh, jetzt habe ich es abgefeuert, so? Da ist die nächste hier hinten dazu. Hat nichts gebracht, auch gut. Macht mal so lang hier auf die Warbock. Jo, was war das denn? Okay, so viel zum Thema. T90 hat mich gekillt. Von wo denn? Sobald du ein BTA anvisierst, weiß der zufällig immer, wo du stehst, natürlich. Und tot ist man. Vor allem, ich feuer ist aus der Nähe sogar eine Javeline ab. Ich weiß, es heißt Javelin. Und nichts passiert. Nichts gedamaged, gefragt oder irgendwas. Ich fahr jetzt mit dem Buggy hier weg. Das ist mir echt so blöd hier. Nee, ich habe hier gerade mit Soflam was markiert. Jetzt ist es weg. Nee, dann fahr ich jetzt los. Achtung, da ist ein BTA. Alter, ist das behindert! Scheiß Server! Es war ein Fehler, hier zu steunen. Oh ne, der fliegt jetzt in den Innenboden, oder? Ja, ist klar. Natürlich kommt er mit der DAO hinter mir. Es sind noch 35 Tickets zu vergeben. Es bleibt spannend. Sinnlos. Ja, ich bin in der Viper drin. Och, ich sitze in Erwähnung. Mit dem Geschütz in die Wüste. Also, wo kein Spielfeld ist. Alter, fliegst du jetzt mal wohin, du Spast? Ich bring dich um, wenn du jetzt... Alter, der schwebt die ganze Zeit am Spawn rum. Was soll denn das? Und meiner feuert seine gesamten Raketen schon vom Schiff aus. Was schieße ich denn hier? Ah. Oh, jetzt. Alter, ich krieg so die Krise von den Typen. Alter. Wie dumm und scheiße kann eigentlich ein Pilot sein, ey? Meine Fresse. Ich hab noch einen Gnadenkill gemacht. Also, summa summarum, es war eine richtige Scheißpartie. 2-12. 5-13! Ist ein Witz! Ja, tja, wir haben jetzt alle Maps für euch vorgestellt. Leider nicht so toll, wie es jetzt sein sollte zum Abschluss mit. Oh man! Egal, die Map ist ja eh behindert. Erinnert mich an daran, als wir damals angefangen haben, da war die Oman-Party auch so schön, haben wir es rausgenommen, nach ganz vielen Folgen später, jetzt mit Oman wieder. Ja, ich erzähle hier ganz herum. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.